So, Stuttgart angekommen, heute im Fietzen Stelp Special. Ich drehe mal hier rein. Timo und Timo. Schön machen. So. Jetzt. Jetzt ist interviewtauglich. Serkan, hau mal schnell raus, wer du bist und was Stelp macht. Ja, Serkan Erden, der Gründer von Stelp. Und was macht Stelp? Wir sind vor allem in Krisen- und Kriegsregionen unterwegs. Also im letzten halben Jahr war ich in der Ukraine, in Afghanistan, in Syrien, im Erdbebengebiet in der Türkei. Und dort versuchen wir, größtes Leid zu lindern. Genau, das in aller Kürze. Das in aller Kürze ist sehr gut. Wir haben nicht geübt. Beim Timo hinten auf dem Trikot steht auch Stelp. Muss ich mich jetzt rumdrehen? Nee, du musst ja, nicht rumdrehen. Darfst sitzen bleiben? Ja, aber schlecht gelaunt, der Typ in der Sportküche. Was machst du bei Stelp oder wie hängst du mit Stelp zusammen oder Stelp mit dir? Ich habe Serkan vor Jahren angeschrieben, dass ich es cool finde, was sie machen. Und seitdem bin ich bei Stelp praktisch engagiert, versuche meinen Tropfen reinzuwerfen, zu netzwerken, Kontakte zu pflegen oder auch Möglichkeiten zu schaffen. War schon ein paar Mal mit auf Projekten in der Türkei. Und ja, finde es einfach eine geile Hilfsorganisation. Tipptopp. So, und ich radel natürlich hier durch die Gegend und habe 4 Organisationen ausgewählt, unter anderem Stelp. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und der Timo macht es ein bisschen nach, deshalb sitzt du hier im Radtrikot. So ist es. Du machst einen Triathlon noch. Ich mache noch einen kleinen Triathlon in 4 Wochen und habe auch ein paar Sponsoren gefragt, ob sie mir ein bisschen Geld geben, natürlich auch für einen guten Zweck für Stelp. Und ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt bis jetzt. Genau, und dem Serkan sieht man es zwar nicht an, aber den haben wir heute auch aufs Rad geworfen. Der ist die letzten 10 Stück mitgefahren. Für die Stunts war der Timo zuständig. Genau, aber ihr geht vor allem in Krisenregionen oder, also wenn man jetzt sagen würde, welche Art der Hilfe leistet ihr, was wäre da der Kurzpitch? Gibt eigentlich keinen Fokus. Also okay. Dort, wo Leid herrscht, versuchen wir Leid zu lindern. Wir holen kleine Mädchen von Müllhalden auf in Nepal und bieten ihnen eine Schulausbildung. Wir helfen tatsächlich in Kriegssituationen und evakuieren dort Menschen. Wir bauen Waisenhäuser in Tansania. Suppenküchen in Jemen. Also tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also versuchen dort zu helfen, wo der eingesetzte Euro einen großen Impact hat. Das ist uns ganz wichtig. Okay, und für was steht Stelp? Für Stuttgart und Help in einem Wort, also zusammengeschoben sozusagen. Okay, aber da dürfen nicht nur Stuttgarter mitmachen wahrscheinlich? Auf gar keinen Fall. Da darf jeder mitmachen, wer möchte, weltweit. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das lassen wir genau dabei. Einmal dir noch eine gute Fahrt und geil, was du machst. Ja, vielen Dank. Ja, tausend Dank dir, ernsthaft. Also geile Nummer. Und ich habe zum ersten Mal wieder Sport getrieben seit ungefähr 25 Jahren. Danke dir dafür. Dann war es noch für mehr gut als nur für Spendengelder. Und Spendenziele schon nicht erreicht, von dem her weiter reinhauen. Let's go.